und herzlich willkommen zu Usmühlen TV. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Als erstes zeigen wir Ihnen das Musikvideo des Jugendzentrums am Bahnhof. Viel Spaß! You want her, you need her, and I'll never be her. Mit 17 aus der Schule, für Mama war das nicht leicht. Ich versuchte es für sie, doch bei Gott, es sollte nicht sein. Ich hatte Potenzial, das haben wir endlich gepackt. Doch ein Kenneck auf Gymnasium mit Gucci-Bag hat keinen Platz. Lieber auf der Straße mit Bande, nachts unterwegs. Statt zu lernen, war ich draußen und träumte vom BMW. Mit 17 viel erlebt, mit 17 schon viel gesehen. Bruder, Karma ist ne Bitch, das brauchst du mir nicht erzählen. Machst du etwas richtig, denn reden sie nur Palaber. Keiner von euch kennt mich, sorry, das ist die Wahrheit. Immer noch derselbe, von klein auf, ich bleib der Gleiche. Mann, du nennst mich Bruder, geh mal beiseite. Hör auf meine Worte und achte auf meinen Text und glaub nicht an Geschichten, die irgendjemand nur denkt. Hallo, wir sind in der Küche vom Bürgerbahnhof. Mein Name ist Nora und das ist Alexa. Wir kochen heute Börek, das ist ein türkisches Rezept. Zuerst rollt man den Teig aus, dass er dünn ist. Dann tut man da Schafskäse rein. Dann kommt da eine Soße rüber. Dann macht man halt die Schritte immer weiter und dann kommt es im Backofen und dazu isst man eine Joghurtsoße mit Salz und Gurken. Ja. Liebe Zuschauer, jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Sendung. Im Vereinssaal gab es eine Veranstaltung zum Thema Deutsche Einheit. Seien Sie gespannt. Peter Jonassen, der Mann hat bei der Wasserwirtschaft gearbeitet. Komm nach vorne. Da würden wir noch einmal kicken, was wir da hoch oder platt machen. Gabriele Anders ist Psychologin und hat ihre ersten Arbeitsjahre in der Poliklinik zugebracht. Und Joachim Klausen, der Mann ist Seemann, Hausmeister, Touristenführer. Und dazu freue ich mich, dass wir als sozusagen Stasi-Fachmann Dr. Volker Höffer von der Stasi-Unterlagenbehörde hier haben. Schön, dass Sie da sind. Und außerdem Alexander Rewold vom Stadtarchiv, der noch einiges an Akten gefunden und ausgewertet und mitgebracht hat. Schön, dass du da bist. Wie angepasst bist du gewesen? Ich glaube, dass ich einen Anpassungskoma hatte. Also, dass ich sehr reflektiert war und immer darüber nachgedacht habe, wie kann ich etwas sagen, ohne mich zu sehr
zu verstellen oder zu sehr Lügen zu erzählen. Also wenn, weiß ich, wir sagen mussten im Staatsbürgerkundeunterricht, Religion ist Opium fürs Volk und darüber über die Kirche geschimpft wurde und ich wurde gefragt, habe ich nicht gesagt, die Religion ist Opium fürs Volk, sondern Karl Marx sagt, Religion ist Opium fürs Volk. Und das, glaube ich, war immer eine Schleife, die ich in allen Gesprächen, die so diesbezüglich relevant waren, versucht habe, als Schüler, als Student und auch in der Poliklinik. Ich war nicht, also ich sag mal, ich war in der Familienphase, für mich war das Thema Nummer eins die Kinder. Ich habe versucht, was zu lernen, ich war Berufsanfänger. Und, also immer so ein bisschen zwischen den Zeilen gedacht und gesprochen. Zwischen den Zeilen also so gedacht, ganz normale mich geärgert, wenn ich angesprochen wurde, dass Geschichte. Ich nicht zur Mai-Demonstration gegangen bin oder die Fahne zu spät rausgehängt habe. Also da fand ich einfach blöd, aber es hat mich eigentlich nicht massiv belastet, sondern also mehr war da wirklich nicht. Wir kennen vor allem aus den Stasi-Akten Fälle aus den 60er und frühen 70er Jahren, wo insbesondere Jugendliche, junge Erwachsene, die also heranwuchsen, untersucht wurden, wenn sie irgendwie Losungen an Häuserwände gemalt hatten oder wenn sie sich in der Öffentlichkeit geäußert haben gegen die DDR und dann in die Untersuchungshaftanstalt gekommen sind, dann erstmal zu einem psychiatrischen Gutachten, zum Beispiel nach Rostock-Gilsdorf in die Universitätspsychiatrie gebracht wurden. Und diese Gutachten schrieben dann aber nicht eben die kleinen jungen Ärzte, sondern das schrieb im Wesentlichen dann die schon lange dabei gewesen sind, die auch in irgendeiner Form mit dem MFS liiert waren. Also zum Beispiel als inoffizielle Mitarbeiter dann auch liiert waren. Und mir ist noch ein Fall auch sehr präsent von einer Rostocker Lehrerin, die also, als ich Akteneinsichten gemacht habe in den 90ern noch, bei uns aufschlug und immer Stein und Bein schwor, sie wäre also wegen psychischer Geschichten dann auch in die Psychiatrie eingewiesen worden, zwangseingewiesen. Und wir konnten das nie nachweisen und haben dann irgendwann in den zerrissenen Unterlagen tatsächlich so ein Aktenkonvolut von 50, 60 Seiten gefunden, wo das dann hervorging, dass diese Einweisung in die Psychiatrie dazu diente, diese Dame eben aus dem Schuldienst zu entfernen, weil sie als politisch missliebig galt, als ungebunden galt und ihr im Grunde mit dieser Einweisung, salopp gesagt, in die Klammer, also öffentlich noch eins mitzugeben, also auch diese soziale Desavouierung wurde mit hinzulegen. Also insofern schon auch solche Aspekte, die dabei vorgekommen sind. Ja, man muss ja, glaube ich, bei den Einschätzungen inoffizieller Mitarbeiter auch immer darauf gucken, dass da durchaus eine ganze Reihe dabei waren, die auch diese Mängel im System kritisiert haben, die das auch ändern wollten, also die jetzt nicht nur als Anscheiße, Entschuldigung, unterwegs waren, sondern die also den Finger auch in die Wunde gelegt haben. Und dieser Umstand führte dazu, dass die Staatssicherheit also im Wesentlichen über den Zustand in allen Bereichen ganz gut informiert war. Und ich kenne diverse IM-Berichte von, also auch aus allen Bereichen, wo die IM erschüttert waren, dass plötzlich, ich erinnere mich an einen Bericht einer Mitarbeiterin der LBG, auch aus einem Dorf hier in der Nähe von Grevesmühl, die beschrieben, ja, am Donnerstag kommt der Fleischwagen und dann sind 3 Stunden lang alle weg und stehen eben halt da vor dem Konsum und warten darauf, dass sie irgendwie ihre Wurst und Fleisch. Und in dieser Zeit wird ja nichts produziert, das kann doch nicht sein. Also auch da durchaus dieser ehrliche Impetus, dass das irgendwie durch die Staatssicherheit eben als die zentrale Institution oder als besonders einflussreich empfundene Institution irgendwie verbessert wird. Ich glaube, es gibt in den Gesprächen, die ich führe, oder die, also zum einen mit Klienten heute in der Beratungsarbeit, ich arbeite ja in Lübeck, also da kommt das hin und wieder vor, dass Klienten darüber sprechen und sagen, ich bin nämlich aus der DDR, aus der ehemaligen, sagen die dann, und da muss ich ihnen nochmal vorher was erklären. Und das sind zum Teil schon schlimme Geschichten, traumatisierte Menschen, also die selber im Gefängnis waren, die nicht zur Armee gehen wollten, die oder konnten aus und die Bausoldat waren, also oder deren Geschwister im Knast waren oder die, also ich sag jetzt mal, was wir, also ich brauche da die Literatur und die Filme nicht, die es dazu gibt. Also es gibt immer wieder Menschen, die
da gerade auch in Lübeck, ja, also weil da ja sozusagen auch die Nähe ist noch zur ehemaligen DDR, die da kommen und ihre Geschichten erzählen und die natürlich auf die Beziehung zu den eigenen Eltern, auf die Beziehung zu den Geschwistern, aus den Beziehungen zu ehemaligen Informanten, auf die Beziehung, auf die eigene Scham. Das musste gar nicht Stasi sein, aber vielleicht irgendwie Grenzoffizier gewesen zu sein oder so. Die eigene Scham, das eigene Schuldgefühl, die doch auch noch krank machen. Also Opfer und Täter, finde ich, sind zum Großteil heute davon noch sehr belastet. Das ist allerdings natürlich auch bei jedem Menschen unterschiedlich. Ich würde jetzt nicht sagen, alle IMs oder alle Täter oder alle Opfer leiden noch darunter. Und wenn ihn die Vergangenheit noch krank macht und wenn die noch einen Einfluss hat auf das Leben heute, dann finde ich, ist das sehr wichtig. Und ich glaube, es muss auch Pausen geben und es, auch in der Vergangenheitsbewältigung kann man nicht immer nur in der Vergangenheit sein, aber Zukunft braucht auch eine Vergangenheit und eine bewältigte Vergangenheit. Und ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ich glaube, es gibt so viele Geschichten über die DDR, wie es DDR-Bürger gab. Und es gibt sehr viel Spaltung auch unter den Menschen in ihren Erinnerungen. Ich finde, jeder hat so ein Recht auf seine eigenen Erinnerungen, auf die negativen und auch auf die positiven. Schönes Schlusswort für die erste Runde. Vielen Dank, Gabriele, fürs Ausfragen lassen. Danke. Die wir mit Hilfe von Dr. Höffer und seiner Kollegin Frau Vollbrecht in Dummersdorf einsehen konnten. Wir haben einen Forschungsantrag gestellt zu unserem Thema 30 Jahre friedliche Revolution, 30 Jahre Wende in Grevesmühlen und haben uns dann dort Zeit genommen, um zu recherchieren und da sind dann uns diese Sachakten vorgelegt worden. Also es geht da um die verschiedensten Dinge. Wir hatten schon das Krankenhaus hier als Thema, dann sind auch Unterlagen dabei über zum Beispiel das über den VW Diamant, das Kleidungswerk und es gibt Informationsberichte aus den LBG, ganz viele Fernschreiben, die Grevesmühlen betreffen, Unterlagen aus der Kreisdienststelle und das ist so ein Ausschnitt aus der Tätigkeit der Staaten, die wir ausgelegt haben und wo sie auch eingeladen sind, sich das nachher nochmal anzugucken. Gibt es da irgendwie eine Akte, wo du sagst, das ist jetzt irgendwie für dich besonders beeindruckend oder besonders strange? Oder? Ja, es gibt eine Akte, die wurde auch schon in der Ostsee-Zeitung besprochen vor einigen Wochen. Da geht es um eine Geschichte, die im Jugendclub in Grevesmühlen passiert ist. Ich bin ja eigentlich aus Bad Doberan, aber hatte in den 80er Jahren auch schon Beziehungen hierher und kenne den Jugendclub auch und war da ein paar Mal auch selber zur Disco und so weiter. Und da geht es halt in dieser Geschichte darum, wie dann aus einer Lappalie ein riesen Stasi-Vorgang wird, nämlich als die Jugendlichen da wegen der geklauten Jacke da angeblich aus dem Jugendclub raus sind und dann kommt die Polizei auch ins Spiel und die hat dann angeblich gehört, wie sie gerufen haben, Freiheit für Stefan Kraftschick und Wodka Gorbatschow und das dritte kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, Bullen raus aus Ostdeutschland, das war auch noch ein Slogan, der da gebrüllt wurde in den Straßen, ne? Das waren einfach nur angetrunkene Jugendliche nach der Disco und da konnte ich mich so ein bisschen an meine Erinnerungen erinnern. Und das war für mich beeindruckend. Aber du warst bei der Truppe nicht dabei. Ich war bei der Truppe nicht dabei. Aber es ist natürlich beängstigend und beklemmend, wie dann aus dieser Lappalie, aus diesem Nichts,
die Stasi dann einen riesen Vorgang gemacht hat. Die Jungs wurden vorgeladen, wurden verhört und hatten da Schwierigkeiten mit der Polizei und der Staatssicherheit. Und das hat mich doch am meisten beeindruckt. Dann gab es doch einen Anwerbeversuch. Ja, das war aber ziemlich weit vom 85 oder 86 gewesen, ich weiß nicht ganz genau mehr. Ja. Da musste ich in meine Akte mal nachgucken. ich war auch in der Freiwilligen Feuerwehr und in einer Feuerwehr auf dem Lande, da wurde das nicht so, wohl nicht so hin. Und dann hat von der Abteilung Feuerwehr hier vom Polizeikreis an eine gesagt, du musst mal zu uns hinkommen, da die wollen mit dir sprechen. Na, einmal habe ich das dann versäumt und dann nachher sagen wir, ja, und ich dann gehe dann beim Polizeikreisamt beim Pförtner, dann sagt man ja Zimmer 17. Na, ich gehe dann Zimmer 17, oh, Strauß von der Stasi. Ich kannte die Leute ja ziemlich alle, weil wenn ich zur Arbeit fuhr von der Kieselstraße nach oben jetzt, bin ich ja jeden Tag da vorbeigefahren, da hat man ja dann gesehen, wie er da außen einging. Ne? Ja, und dann sagte er, ja, Feuerwehr Hanshagen, da haut das nicht so hin und da soll ihr nur suchen, was das ist und das könnten sie machen. Was ich mich schnüffeln wollte, eigentlich nicht. Das steht auch in meiner Akte. Und ja, und dann hin und her noch geredet und ich sagte, ich kann ja auch mal anders machen, weil ich sagte, nee, das muss ich mir erstmal überlegen. Ne? Und dann haben wir uns dann näher noch einmal getroffen, ich war eben 14 Tage oder was. Und dann habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht. Und, ne, und habe jeder dann abgewimmelt. Und dann sagte er, ja, wir dürfen da aber nur nicht drüber sprechen. Ich sage, aber mit meiner Frau werde ich aber dann wieder sprechen. Ne? Naja, und dann war das so weit dann erledigt. Ich habe jetzt weiter keine Schwierigkeiten hinterher mehr gehabt. Ich hatte ja vom Betrieb auch einen Passierschein an der Grenze, sogar den Grünen, wo man dicht an der Grenze ran konnte. Also haben sie mir weiter da keine Schwierigkeiten gemacht. Aber aus deiner Akte hast du dann... Und dann war nachher in Görslow nach der Wende mein Tag der offenen Tür. Und da war ich dann mit meiner Frau und meinem Sohn hin und da konnte man einen Antrag stellen, ob eine Akte existiert. Ja, und vier Wochen später kriege ich den Brief, ja, da existiert. Und da hast du dann festgestellt, dass du gar nicht gegen die Feuerwehr spionisieren solltest, sondern dass alles einverstanden. Denn die Einsicht, ne, und da standen, ja, ich war ja noch im Kirchgemeinderat. Und wir hatten ja Beziehungen mit den Holländern Gemeinden. Und bei mir haben, wenn die zu Besuch waren, war noch wäre einquartiert. Ne? Und da stand dann drin, dass die Feuerwehr nur Vorwand war. Und die wollten da wieder nur mit dem. Ne? Und dann in der Akte, da ist auch mein jüngster Sohn, hat von dem Pastor aus Holland, der bei uns logiert hat, an den seinen Sohn einen Brief geschrieben. Der ist auch in meiner Akte. Also ist ein Post, der noch erstmal vom Post an wurde, zum Lehrberuf. Ne? So, also du bist ungeeignet gewesen, weil du das Ganze deiner Frau weitererzählt hast, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie geht es dir denn in dem Moment, wo du von der Stasi angeworben bist? Ja, so ein bisschen Mumiengefühl hat man gehabt. Ja. Aber jetzt so, du kannst dich bloß analysieren, was alles. Also, schnüffelt haben. Ne? Die Reaktion, die Sie jetzt gezeigt haben, die ist also eher die Ausnahme gewesen. Die meisten haben quasi sofort gerattert, entweder haben sie aus persönlicher Überzeugung mitgemacht, das sind die weitaus meisten, oder dass sie gedacht haben, wenn ich das jetzt nicht mache, dann hat das möglicherweise Auswirkungen für meine Karriere oder was immer so als Motivation auch dabei war. Manche haben es aus Abenteuerlust gemacht.
Manche sind unter Druck gesetzt worden. Wenn also die Staatssicherheit in einen Bereich unbedingt reinkommen wollte, dann haben sie eben die Leute, die sie anwerben wollten, auch massiv unter Druck gesetzt. Unter anderem damit, dass zum Beispiel dann gesagt wurde, naja, sie wollen doch aber, dass ihre Töchter irgendwie zum Abitur kommen oder studieren oder so. Ne? Denken Sie mal drüber nach. Also da sind wir wieder bei der Psychologie, bei der subtilen Druckausübung. In Ihrer Diskussion lief es offenbar nicht immer so richtig rund, selbst die Hauptmänner haben nicht genug gemacht offenbar. Und dabei hat es so einen schönen Spitzelplan gegeben. Kreis zur Kreisdienststelle Königsmühlen. Der Plan der Neuwerbung wurde in der WV-Bezirksverwaltung mit 82% erfüllt. Unsere Diensteinheit gehört mit zu den Planschuldnern und der Leiter der Bezirksverwaltung nahm in seinen Ausführungen Bezug auf bereits in der Vergangenheit an unsere Adresse gerichtete Hinweise. Bei der Realisierung der Neuwerbung gibt es auch 1988 erhebliche Terminverzüge und Niveauunterschiede. Rückstände haben insbesondere die Genossen Hauptmann A, Hauptmann B und Oberleutnant C zugelassen. Generell wurde durch den Leiter der Bezirksverwaltung eingeschätzt, dass mit den Werbungen erzielte Effekt zu gering ist. Diese Wertung müssen wir voll für unsere Diensteinheit übernehmen, besonders bezogen auf die Ergebnisse aus der Zusammenarbeit mit neu geworbenen jugendlichen IM. Die diesen IM-Kandidaten zugeordnete objektive und subjektive Eignung steht in krassem Widerspruch zu den bisher erreichten Ergebnissen. Als ernstes Signal für die Sicherstellung der qualitativen Anforderungen im Gewinnungsprozess sind die Abschreibungsquoten bei IM zu werten, die neu geworben wurden. Der Anteil der Abschreibungen in der Bezirksverwaltung liegt bei 16%. Das lässt neben Mängeln in der Aufklärung der IM-Kandidaten insbesondere auch auf Versäumnisse in der Zusammenarbeit in der Anfangsphase nach der Werbung schließen. Wir müssen eindeutig feststellen, dass wir auch diesen Prozess leitungsmäßig ungenügend beherrschen und zugelassen wurde, dass der Zusammenarbeit mit neu geworbenen IM nicht die erforderliche Aufmerksamkeit geschenkt wurde, um eine ergebnisorientierte Zusammenarbeit mit ihnen zu entwickeln. Im Jahre 1988 waren unter den Abschreibungen 30% der IM, die in den Jahren 1985 bis 1987 geworben wurden. Es ist für welche, die wirklich im Knast gesessen haben oder die Opfer von Zersetzungsmaßnahmen geworden sind oder die Berufsverbote erhalten haben oder aus der Schule geflogen sind, natürlich eigentlich wäre es eine wichtige Geschichte, dass diejenigen, die dort Verrat geübt haben, auf sie zugehen, um einfach dort auch ein Stückchen Seelenfrieden herstellen zu können. Das passiert fast nicht. Also Voraussetzung, Entschuldigung. Genau. Ne? Also das passiert nach meinem Wissensstand und ich bin jetzt also 28 Jahre in diesem ganzen Thema unterwegs, ist das also sehr, sehr selten passiert. Es gibt ganz wenige, die also wirklich diese Courage dann haben zu sagen, ja, ich bekenne mich zu meiner Schuld. Die weitaus meisten ducken sich weg, gehen, wenn man auf der Straße sie trifft, immer auf die andere Seite, wollen also damit nicht konfrontiert werden. Und so ist leider wahrscheinlich die Mehrzahl der Menschen, dass sie sagen, nö, ach, das war damals die Zeit und ach, ist doch was doch gut und so. Und gucken nicht auf denjenigen eigentlich, um den es geht, sondern gucken auf sich. Das ist, glaube ich, einer der Kernursachen dafür, dass es da nicht zu einem Dialog kommt. Natürlich, das muss man auch dazu sagen, ist das ja auch etwas, was also für die eigene Psyche extrem schwierig ist, sich zu Schuld zu bekennen, auf der einen Seite, und zum anderen ist es ja auch nicht ganz einfach, wenn man sich dann eben auch vorstellt, naja, das könnte vielleicht auch heute negative Auswirkungen für mich haben. Aber das ist immer diese auf mich fixierte Sichtweise. Geht nie um die Frage, was kann ich demjenigen Gutes tun, dem ich mal geschadet habe. Das wäre aus meiner Sicht eigentlich der richtige Herangehensweg. Als Seemann, bist du rechts oder links rumgefahren? Ja. Das war rechtsrum, das hieß Sowjetunion. Rechtsrum Sowjetunion, ja. Und linksrum, das war dann die freie Welt. Ja. Ja, und? Antwort auf die Frage? Ja, und die Antwort ist einfach die, man wusste eigentlich nicht, wenn man auf ein Schiff gestiegen ist, fährt er rechtsrum oder linksrum. Meine erste Reise war natürlich rechtsrum. Ja. Klaipeda. Nicht? Und alle Brückpunkten schon rum, weil eigentlich wäre mein Schiff, das war die MS Dessau,
nach Murmansk gefahren. Und nun konnte ich die alle austricksen. Murmansk ist ja auch rechts rum, aber ich bin nicht nach Murmansk, sondern nach Memel gefahren. Wir waren wieder mal mit Bananen unterwegs Richtung Europa. Wir sind jetzt nach Jugoslawien gefahren, heute Kuba. Und da haben wir die Bananen gebracht. Danach ging es dann weiter nach Gibraltar. Unterwegs hat irgendjemand eine Bildzeitung mit an Bord gebracht, was zu DDR-Zeiten zwar nicht erwünscht war, aber das war offenes Geheimnis, dass solche Zeitungen an Bord waren. Und da habe ich gelesen, in Montreal, Olympische Spiele, die wurden natürlich mit ihren Bauten wieder mal nicht fertig. Und sie brauchten Arbeitskräfte. Weltweit riefen sie, wer Geld verdienen will, $2000 die Woche, der möchte nach Montreal kommen und dort arbeiten. Und das habe ich natürlich in der Bildzeitung gelesen und vorgelesen. Ja, wusste ja nicht, dass das meine letzte Lesung war. Und dann sind wir losgefahren von Jugoslawien nach Gibraltar. Gibraltar haben wir nochmal 14 Tage gelegen, weil wir keine neue Ladeordnung hatten. Und dann ging es rüber. Wir sollten jetzt nach Costa Rica, Bananen und für Hamburg. Und so weit bin ich aber dann nicht mehr gekommen. Dieses Schiff fuhr nach Kuba jetzt und sagten, wir waren auch wirklich schon sehr lange unterwegs gewesen, über ein halbes Jahr. Insgesamt jetzt, nicht immer Europa und Amerika hin und her. Und wir sollten jetzt in Urlaub gehen. Waren vier, ich und noch drei Kollegen, vier Leute. Und wir tauschen euch aus auf Kuba. Das Schiff ist natürlich immer, wir waren ja nur Republikflüchtlinge, was ich da noch nicht wusste, durch den NOK gefahren, Nord-Ostsee-Kanal. Diesmal nicht, wir sind oben rum, Skagen gefahren. Und dann kamen wir in Rostock in Wallenende. Warum der Umweg? Der Umweg ist so, wenn wir durch den Kanal fahren, dann könntest du ja über Bord springen. Achso. Kiel oder Holtenau. Jetzt habe ich das verstanden. Holtenau oder wenn man ja vielleicht von Bord. Ja. Aber wie gesagt, ich war ja naiv, weil ich nicht glaubte, dass das so extrem werden würde. Also zu der Zeit war noch gar keine Ahnung da, das war für dich noch die normale sozusagen Urlaubsfahrt nach Hause, beziehungsweise normale Fahrt. Ja. Und dann seid ihr in Rostock angekommen. Ja, aber es mutete was. Irgendwas stimmte mit uns nicht, weil die Schiffer auf der Georg Büchner, die wussten Bescheid, die vier Leute, die uns abwechseln, die wussten Bescheid, dass wir irgendwie Mist gebaut hatten. Mhm. Was wussten sie nicht? Das wussten wir auch noch nicht. Und dann kamen wir in Rostock an, im Seehafen. Und normalerweise ist es so, du bekommst ein Seefahrtsbuch und kannst dann aus dem Hafen verschwinden in deine Heimatort fahren. Ja. Und ich bekam natürlich mein Seefahrtsbuch nicht. Du wirst abgeholt. Und da dachte ich, natürlich werde ich abgeholt, wer soll denn hier wohl reinkommen? Ich musste warten, bekam ein Seefahrtsbuch nicht und ohne Seefahrtsbuch ist man da im Hafengelände natürlich nicht gern gesehen. Mit einmal kam da ein Auto vorgefahren und drei Leute, ich weiß es nicht mehr genau, die kamen hoch und sagten, komm mit, wir haben dein Buch hier. Dann hat man mein Buch hochgehalten und dann bin ich mit dem mit. Nimm deine ganzen Sachen mit, das ist nichts hier. Stunden dauerte es, ich denke zwischen 6 und 8 Stunden hat gesessen. Und irgendwann sage ich so, wenn jetzt nicht einer reinkommt, haue ich hier die ganze Bude kurz und klein. Und in dem Moment ging auch gleich die Tür auf. Also wusste ich jetzt, du wurdest beobachtet. Ja, und dann ging das Verhör los. Und dann jede Seite, er mit seinen Unterschriften und ich musste dann, ich sagte, das beschreibe ich nicht. Wenn ich das hier unterschreibe, sage ich, komme ich ja nicht wieder raus. Nicht? Und dann fangen wir nochmal von vorne an. Und dann ging das alles. Nicht? Und ich habe jetzt so langsam gemerkt, wo die hin wollten. Ich wollte die Republik verlassen. Durch diesen Artikel, den ich da vorgelesen habe, war das klar, Costa Rica hätten mir Bananen geholt und in Hamburg wäre ich abgestiegen und wäre wahrscheinlich nach Kanada gegangen. Ich bekam einen Zettel für die sozialistische Handelsflotte nicht geeignet. Und damit war ich entlassen. Mit diesem Zettel, mein Seefahrtsbuch habe ich nie wieder gesehen, konnte ich auch raus aus dem Hafen. So, und das hatte Folgen für alle Teile der Familie auch. Das hatte extrem Folgen. Mein Bruder war nämlich auch zu See gefahren.
waren, der hat sogar dort gelernt. Den hatte ich 2 Jahre wahrscheinlich nicht gesehen insgesamt. Und der durfte gleich nicht mehr mitfahren. Sozusagen als Solidarität gleich mit einem entlassen. Als Solidarität haben sie ihn gleich mit entlassen, wenn wir schon mal dabei sind. Meine Schwester war mit dem Abitur fertig. Sie durfte nicht mehr ihr antreten als Lehrer. Sie musste was anderes machen. Erst einmal in der Produktion bewirken. Wie hast du dich gefühlt? Beschissen. Weil ich war verantwortlich für diese Katastrophe, die über unsere Familie reingekommen ist. Weil ich habe dafür gesorgt, das habe ich mir zugeschrieben, durch dieses Plappermaul, dass mein Bruder nicht mehr zu See fahren durfte, dass meine Schwester sich neu orientieren musste. Hat die Familie Vorwürfe gemacht? Nein. Nein. Das muss ich sagen, haben sie nicht gemacht. Und als die DDR vorbei war, bin ich in den Seehafen von Rostock gefahren. Ja. Wow! Ja. Nicht? Das sind so eine Sache. Und damit kann ich dann auch abschließen. Könnt ihr auch sagen, jedes System schützt sich so gut es eben kann? Also das würde ich auch differenzieren. Also der letzte Satz stimmt bestimmt, dass also jedes System sich schützt, so gut es kann. Der entscheidende Punkt, glaube ich, aber ist ein anderer dabei. Also, und der berührt eigentlich das, was ich zu der ersten Frage schon gesagt habe. Die Grundintention und auch die Grundrahmenbedingungen und die Grunddimensionen sind völlig verschieden. Die DDR war weder ein Rechtsstaat, noch gab es eine Gewaltenteilung. Das sind schon mal ganz fundamentale Unterschiede. In der Bundesrepublik Deutschland geht es, nach dem, was ich weiß, vorrangig darum, extremistische Kräfte, also wirklich Kräfte, die gegen das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland auf gewaltsamem Wege vorgehen wollen. Das ist der zweite qualitative Unterschied. Und dann gibt es einen dritten großen Meinungsverhältnis, der darin besteht, schon allein in der Quantität. Also die V-Leute, von denen man natürlich nicht genau weiß, wie viele es sind, aber es sind mit Sicherheit, also um Längen nicht diese Größenordnung wie zu DDR-Zeiten. Die DDR-Staatssicherheit führte für ihre 16,5 Millionen DDR-Bürger über 180.000 inoffizielle Mitarbeiter und hatte dazu noch über 90.000 hauptamtliche Mitarbeiter. Wir reden heute von einer Bevölkerungsgröße von 83 Millionen ungefähr. Und was die hauptamtlichen Kräfte in diesen geheimdienstlichen, nachrichtendienstlichen Organen betrifft, geht man ungefähr davon aus, Bundes- und Länderebene, dass die 16.000 Mitarbeiter haben. Also das ist schon eine Frage des Nicht-Schaffbaren. So viel können die gar nicht steuern. Also das ist die quantitativ unterschiedliche Ebene. Ne? Für mich war die DDR ein ziemlich großer Unrechtsstaat. Und das heißt nicht, dass die Menschen, die da gelebt haben, nicht rechtens waren. Aber für mich war das ein Land, der Mensch, also die Menschen verletzt haben, die, ein Land, was gewalttätig war, ein Land, was geschossen hat, ein Land, was die Seelen zerstört hat und Leute auch missbraucht hat, in seelischer Missbrauch, geistiger Missbrauch und manipuliert hat. Und für mich sind das alles Äußerungen von Gewalt. Und ich glaube, dass nicht jeder diese Gewalt so gespürt hat. Das finde ich auch gut. Jeder ist damit anders umgegangen. Und trotzdem war sie ja da. Und es ist auch vielleicht auch ein Zeichen, um solche Dinge zu überstehen, sie nicht immer wahrzunehmen, sich auch anzupassen oder auch sich damit zu verbünden. Das gibt es ja auch heute noch immer wieder. Also bei Menschen, die gefangen werden, bei Geiselnehmern sieht man das auch manchmal. Also das heißt, die Unterscheidung, das eine ist das Staatssystem, das ist das Unrechtssystem, und es sagt aber noch lange nichts aus über, sagen wir mal, die auch vorhandene Lebensleistung auch der Leute. Wenn ich gelebt und geliebt und Freude hatte in meinem Leben in der DDR, dann war nicht die DDR der Grund dafür, sondern andere Menschen. Ja, wenn die DDR wahrscheinlich ein Rechtsstaat gewesen wäre, dann hätte es sie heute noch gegeben. Und ich denke, sie hat sich dadurch, dass sie eben so viel Unrecht gemacht hat, auch selber abgeschafft. Ja.
Liebe Zuschauer, das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.